Fabi, wollen wir anfangen? Ja? Dann fangen wir jetzt an. Ich glaube, du bist im Bild. Ich bin jetzt auch gleich im Bild. Ja, du aber noch nicht, ne? Nee, aber ich komme jetzt auch rüber. Ja, komm mal rüber. Mein Platz ist frei. Gut, ich habe die Hände in den Hosentaschen. Ach, darf ich das? Nein, du nimmst dir gefälligst erstmal so ein Heft. Aber du hast so ein schönes Streifen-Shirt an. Ich habe gerade schon gedacht. Spannt auch nicht am Bauch. Spannt das bei dir nicht am Bauch? Ja, aber das sind keine Streifen. Das. Aber ich wollte auch, das sollte eine tolle Überleitung sein. Du bist fett geworden. Das, nein. Ja, 164 Seiten. Aber ja. Darauf wollte ich nicht. Genau. Das sagen wir unseren Lesern auch. Du bist fett geworden. Ja, guck mal hier, das passt. Also, ja, hallo. Hier, die Regale. 164, ja, ja. Das wird immer enger. Ja. Ich weiß es nicht. Also, ich habe das in meinem Vorwurf. Mein Gott. Satz nochmal beginnen. Schnitt. Ach nee, wir schneiden ja gar nicht. Nein. Gut. Also, jetzt wieder zurück. Ja. In meinem Vorwort habe ich das eben auch geschrieben, im Editorial, dass diese Zeiträume, in denen Platten veröffentlicht werden, in denen irgendwas geht, an denen Bands auf Tour kommen und so weiter, das ist halt total jahreszeitenabhängig. Und das habe ich im Editorial mal ein bisschen so erklärt, wie das so in unserem Business läuft. Wenn wir was wir für Themen haben, Themen, das ist ein totales Unwort eigentlich, aber man hat sich es angewöhnt. Man hat es sich angewöhnt. Ich habe es mir angewöhnt, wir haben es uns angewöhnt, weil alle von Themen reden. Aber jetzt Interviews, Bands sind Menschen, nicht Themen. Hört. Ja, es sind ja. Menschen, Geschichten, Emotionen. Genau, darum geht es. Vielleicht sollten wir nicht so Punkrock haben, also Menschen, Geschichten, Emotionen. Ja. Ich glaube, wir haben einen neuen Claim. Geil, oh, nächstes Mal. Ja, reden wir über Menschen, Geschichten, Emotionen. Emotionen rauslassen, fucked up auf ihren Konzerten. Finde ich ziemlich geil, ja. Muss ich sagen. Piep ab. Oh, Entschuldigung. Ja, genau. Mama, andere, das hast du nicht gehört. Genau, und andere Band, die tatsächlich ja auch, fuck, darf man ja oft sagen, das ist ja so Alltagsprofanität, die nicht wirklich zählt. Und zur Not ist es immer noch Kunst. Ist es Kunst, genau. Also ich hoffe jetzt auch nicht, dass das direkt von YouTube jetzt so als Ü18 eingestuft wird, wegen... Aber und selbst wenn, ist ja ein Bandnamen, unsere Leserschaft. Ein Bandnamen, den wir hier tatsächlich in, ausgeschrieben haben, ist diese hier, Viagra Boys. Schweden, total wahnsinnig, die sich hier Viagra oder Viagra Boys genannt haben. Mhm. Und jetzt überall den Namen eben mit V, Sternchen, A, Boys irgendwie schreiben müssen. Ja. Weil natürlich, ich habe auch darauf geachtet, in keiner meiner Mails, die ich für das Ochse rumschicke, in dem Newsletter übrigens auch nicht. Oh, ja. Ich werde darauf achten. Weil sonst, Viagra, Spamfilter. Stimmt. Die dumm muss man sein. Ja. Ja. Also, nur so, Boys. Ja. Ja. Die ist auf jeden Fall drin. Ich habe übrigens gehört, ja. Punk ist nicht tot, Punk ist nur älter geworden und muss nachts jetzt dreimal aufs Klo. Kommt drauf an, wie viel ich getrunken habe. Also Wasser natürlich. Ja. Oder Tee. Tee ist besser. Tee, ja. Spätabends Tee trinken ist irgendwie auch nicht so keine gute Idee. Nee. Dann lieber Bier, ja. Wobei, nee, Gin Tonic, da muss man nicht so oft aufs Klo. Gin Tonic ist in jedem Stimmt, Ding ja. Das Gewinnergetränk, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja, meine Freundin hat es auch, also die ist total drauf. Ich muss mal gucken, ob das überhaupt läuft. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Ja, läuft. Ja? Ich hatte jetzt gerade so ein Momentary Lapse auf. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sehen, das ist wirklich echt hier. Ja, wird nichts gestellt, wir sind wirklich so. Ja. Wir haben jetzt immer noch nicht über die Emotionen geredet, aber vielleicht ist das auch ganz Emotionen, genau. Also Fakt ab. Nein, also Emotionen haben wir jetzt, aber Geschichten müssen wir jetzt genau. Fakt ab, großartige Band, Julia Brummert. Großartige Journalistin. Ex-Ox-Praktikantin, wie alle in diesem Bereich, aus denen irgendwas geworden Echt? Ist. Ja. Wie aus denen was geworden ist. Das habe ich falsch gemacht. Schau dir Jörg Bechenbier an, von Love A. Hallo? Ex-Ox-Praktikant. Ja. Da, so beginnen Karrieren. Wir sind so eine Art Szene-Intelligenz-Inkubator sind wir. Wollte ich vielleicht schon mal so als Schild ans Haus hin machen, was? Ox-Verlag, der Szene-Kompetenz-Inkubator. Dann können wir jetzt kurz einen Werbeblock einblenden. Ja. Es werden noch Praktikanten gesucht. Also Karriereeinstieg. Und Praktikantinnen, also Praktikant, ja, Sternchen, in, nennen, wie auch immer. Ja, da sind wir vorhin so. Mitte und Oktober können wir jemanden brauchen, ja. Das ja quasi jetzt? Ja. Ja, genau, schon bald. So, nochmal zurück zum Thema. Fuck ab. Titelthema
Titelthema. Titelgeschichte. Emotionen. Ja, genau. Total sympathische Band. Das aber auch und großartiges Album. Ich glaube 75 Minuten lang. Doppel-CD und Quadruppel-LP. Ich weiß nicht. Totale Wahnsinn. Da haben die auch früher nur kleine Sandwiches gemacht. Ja, ja. Oder halt dann so entweder klein oder groß. Sie können nur klein oder groß. Mhm. Wie Menschen auch. Ja. Fakt ab, genau, da ist es. Ja. Boxhamster ist auch ein schönes Interview. Co war mit seiner Tochter Rike im Sommer mal hier. Und dann saßen wir draußen im Garten, haben Gin Tonic getrunken, Co hat Wasser getrunken, weil er fahren musste. Hm. Oh. Und seine Tochter? Seine Tochter hat Gin Tonic, glaube ich, getrunken. Ja. Die ist ja schon über 18. Ich wollte gerade sagen, das müssen wir jetzt auch nochmal eben. Genau. Und die. Macht jetzt mit ihm quasi so die Boxhamsters, ein sehr schönes Vater-Tochter-Ding. Ein klasse Song von ihm auf der Ox-CD drauf, den ich echt großartig finde. Ox-CD, by the way, wie immer. Ja. Ach ja, das ist der Typ mit der Schlange. Philipp Janta heißt der, kennt man so, der hat auch schon für Turbostart Cover gemacht und Plakate und so Zeug. Hat das Ding hier gestaltet und ist auch unter diesen Punk-Art-Interviews haben wir den auch vorgestellt. Genau, das suche ich gerade hier im Inhaltsverzeichnis. Und finde ich doch ein sehr schönes Motiv. Das war der Zoom quasi, der menschliche Zoom war das. Weißt du, was? Soll ich? Was? Zoom. Ach, Zoom. Zoom. Ach so, Zoom. Zoom. Ich dachte, du meinst, dass das Zoom, da Zoom noch mal raus. Ah, ja, ja. Man lernt hier, dass... Ja, ja. Was soll ich dir sagen, was ich noch total super finde? Ja, bitte, klar. Und zwar... eine Reportage über Gilles Bertin. Wer ist das denn? Frankreichs Punkrock-Bankräuber ist die Unterzeile. Der Typ, der war in den 80ern in so einer französischen Punkband Camara Silence und der hat dann, glaube ich 87 war das, hat er mit ein paar anderen Leuten zusammen Brinks, das ist so dieses Geldtransportunternehmen, mhm. Das dicke Dings bei Brinks oder sowas, gibt es so einen Film auch. Also nicht darüber, sondern da erkennt man das vielleicht. Mhm. Und der hat das irgendwie mit 16 anderen Leuten aus der Punk-Szene von Bordeaux, haben die das Ding irgendwie mal eben hops genommen, ohne einen Schuss, aber war irgendwie, was der Teufel, zig Millionen Franc weg. Und der ist dann untergetaucht, alle anderen haben sie erwischt, ihn nicht. Und nach 20 Jahren oder sowas, Spanien, Portugal, wie auch immer, hat er sich dann tatsächlich gestellt. Mhm. Und dann haben die ihn irgendwie zuerst, wollten sie ihn natürlich verknacken, aber... In Spanien zum Beispiel, also die haben den mittlerweile für tot erklärt gehabt. Aha. Und der hat sich halt von sich ausgestellt und weil er keinen Bock mehr hatte auf irgendwie so scheiß Leben auf der Flucht. Und so. Und so, halt nicht besonders romantisch, so Leben auf der Flucht als tot erklärter. Und den haben sie dann tatsächlich mit paar Monaten auf Bewährung irgendwie gehen lassen. Verbrechen lohnt sich. Eigentlich nicht kooperativ. Ja, genau. Und das ist eine sehr schöne Reportage, die eine Französin, die in Berlin lebt, geschrieben hat. Und finde ich cool, dass wir sie im Ochse haben. Erzählt er, was er mit der Kohle gemacht hat? Nee. Aber der hat auch noch einen Buchvertrag und Film wird wohl auch verhandelt. Also ich denke, vielleicht noch. Das ist dann, man muss ja noch ein bisschen was zu erzählen haben. Ja. Ja, und alles andere lest ihr ja natürlich hier im Heft. Ja. Das, ich glaube, außerdem so ein paar Millionen, was sind da, wenn man es aufgeteilt hat, ein paar hunderttausend, ist ja schnell weg, wenn du kein so richtiges Einkommen hast und es ein bisschen krachen lässt. Was ich auf jeden Fall machen würde, wenn ich jetzt auf einen Schlag 120.000 hätte, dann gäbe es erstmal... Übrigens, diese blöde Grinsegesicht. Guck mal, wenn man das jetzt hier so... Hallo, Fabi. Boah. Wie nennt man das nochmal? Smiley. Ja, ja. Aber so Atom-Drogen-Smiley irgendwie. Ja. Das verfolgt mich. Wenn du das einmal gesehen hast, das ist aber auch für euch nochmal... Es wird euch nicht mehr loslassen. Zoom. Ja, genau. Ich habe dieses blöde Wort vergessen. Wenn man sich super lustig ein Plattencover vors Gesicht hält und dann aussieht wie... Ist das A ein ist das B ein oder C ein Rufen Sie jetzt an. Ja. Ich habe es vollkommen Maske. Vergessen. Es gab auf jeden Fall einen sehr schönen Comic dazu vom Egon Forever. Ah, wie alle Comics von Egon Forever. Diese Animals, wie groß sind. Zeig die doch mal für die Leute, die jetzt nicht wissen, wer das ist. Ja. Hier. Wenn ihr ihn genau sehen wollt, kauft das Heft. Ja, genau. Ach ja, der hat doch das Textblatt von der Boxhamstersplatte gemacht übrigens. Oh. Ja. Also von dem quasi neuen Album. Hat er auch mal ein Praktikum hier gemacht? Nee, aber
Was er vielleicht jetzt mal. Jetzt wäre der Zeitpunkt für ihn. Hätte er es gemacht, könnte er vielleicht besser zeichnen. Obwohl, nee. Aber das wäre wieder zu zu schade. Das wäre schade. Gut, dass er kein Praktikum gemacht hat. Ja. Manchmal führt es manchmal ist es auch ganz gut. Ach, was ist denn noch super? Da sind so viele coole Texte drin. Adam Angst, oder Adam Angst, wie wahrscheinlich die Berliner Hipster das aussprechen. Boah, ich hoffe nicht. Hey, ich habe die Platte von neuer Platte von Adam Angst. Adam Angst. Release Party irgendwie im Bla in Bonn gemacht, ne? Ein Laden, wo 150 Leute reinpassen. Ist ja, gut, muss ja nicht geplatzt, jeder dabei ne? sein. Nö, ich mag den Laden. Ja, ja. Blut und Eisen, schönes Interview, was die eigentlich machen. Blut und Eisen, alte Hamburger Punkband für die Jüngeren unter euch. Ja, die gibt's bestimmt die noch. Gibt's. Ja. Auf genau. YouTube wohl. Genau. Da finde ich einfach den Namen so krass. Also der ist so, ich finde, einer der härtesten und krassesten Bandnamen, die man sich so geben kann. Haben, glaube ich, auch mal wieder Probleme bekommen, weil Leute dachten, die hätten irgendwas mit so politisch falscher Seite zu tun, aber trotzdem Blut und Eisen, geiler Bandname. Matani, hallo, Grunge quasi gewesen, bevor Grunge da war und sind es heute immer noch und alle anderen sind wieder tot oder machen nur noch Lärm, Scheiß, Rock. Nur Matani nicht. Gut, finde ich gut, dass wir mit an. Was ich auch total spannend finde, Flo Heiler, Ramones Museum, Berlin, kennt man. Und der hat ja ein unfassbar dickes Buch gemacht. Das ist so dick wie 6 Ochs-Ausgaben, also quasi so eine Jahresausgabe Ochs hat er als Buch gemacht. Nein, die Schrift ist ein bisschen größer. Über die Ramones. So quasi seine eigene Sammlerleidenschaft mit dem Ramones Museum und Fanboy-Tumigkeit hat er in ein Buch gegossen, das jetzt gerade erschienen ist. Und das ist echt sehr spannend zu lesen, weil er einerseits die Geschichte der Ramones erzählt, zum anderen aber auch so seine eigene Geschichte, wie er halt dazu kam und dann damit irgendwie eine Karriere gestartet hat als Museumsdirektor in Kreuzberg. Wird es irgendwann einen Ochs geben, in dem nicht die Ramones vorkommen? Irgendwie hat sich das gehäuft in letzter Zeit. Ja, aber ist doch nicht schlimm. Komisch, oder? Ja. Nee. Heute wieder Ramones. Haben wir das nächste Mal mit den Ramones? Ach, irgendwas werden wir da schon finden. Nächsten hat das, glaube ich, die, nach die Rock'n'Roll High School Blu-ray irgendwie besprochen. Also, soll es auch da irgendwas geben. Was haben wir denn noch? Scheiße Minelli, auch scheiße lustig. Ja. Ja. Die scheiße geile Videos dreht. Was fuck, scheiße, was kommt jetzt noch? Kannst du nicht benehmen. Sorry, Mama. Ja, genau. Wo ging es in der letzten Geschichte noch darum, dass sie irgendwie gepanschte Drogen verkauft haben, damit sie sich Konzerttickets für die Addict-Show am Abend leisten können und nachher von einem Typen von der mit der Axt gejagt wurden? Genau. Das ist ein bisschen ernster. Der Jason Honey hat das gemacht, früher Sänger von Social Unrest, mittlerweile bei Disney Boys in Berlin. Und der hat das Interview mit Sam gemacht, weil die kommen beide aus San Francisco. Mhm. Hat er so ein bisschen so ein Background-Information irgendwie so gehabt. Sam ist, was ich auch nicht wusste, hat der iranische Familienteil. Ja. Und da ist halt ziemlich spannend, wie der das halt also erlebt, so mit Muslim-Ban von Trump und all sowas. Ja. Ja, mit Einwanderungspolitik haben die es nicht so einfach. Ne? Ja. Schon viel rum. Was haben wir drin? Thrice direkt daneben. Ja, das finde ich absurder Bandname. Gutze Gauci. Wir können nur Schweizer heißen. Aber das ist spannend, der Typ. Hier unten auf der Seite 88. Oh, Entschuldigung. Uiui, 77 heißt Fuß Gott. Also 80 Nazi-Schrott. Ich fange hier an mit Pisse und. Ja. Sonst was? Und du kommst hier mit 88. Also was ist schlimmer? Ja. Und der Typ, der hat damals irgendwie DJ Bobo entdeckt. Ah, noch ein schlimmes Wort. Ja, DJ Bobo. Aber der kommt halt aus der frühen Züricher Punk-Szene. Das ist total spannend. Und er hat unser alter Kollege Birker Grant, der ja so quasi die graue Eminenz des Schweizer Punkrock ist, der alle Bücher darüber geschrieben hat und alles weiß und alles kennt und überhaupt so alles. Also quasi erst das Gehirn des Schweizer Punkrocks. Und der hat dieses schöne Interview gemacht. Gutze Gauci. Klingt schrecklich, der Name, aber ja. Es liest trotzdem. Ist kein Fun-Punk. Aber alt. Ja. Was ich immer mal über die Verbindung von DJ Bobo zu Ox irgendwie erzählen wollte. Jetzt haben wir eine. Endlich! Ja. Endlich! Abwärts sind auch drin. Abwärts. Frank Z auch mal wieder gut. Grillmaster Flash hat eine neue Platte. Grillmaster Flash finde ich ja geil. Ja, cooler Typ einfach. So der Bruce Springsteen auf Plattdeutsch irgendwie.
Oder sowas, wie immer die da reden, so. Was haben wir? Anti-Flag mal wieder, Anti-Flag, aber ja. Die haben halt auch immer wieder was zu erzählen. Solo-Platte, nein, nicht Solo, wer ist das denn? Also Gitarrenklampfplatte. Akustik. Akustik, so ist es, genau, ja. Was noch? Ach, hier, Wodka Vitrium. Das klingt dann jetzt russisch, nicht schweizerisch? Nee, das klingt alles, was Wodka ist, ist klingt das. A band from Georgia. Aber das echte Georgia, nicht das amerikanische Georgia. Mhm. Unser Zeichner Andreas Michalke, der immer diese großartigen einseitigen Comics hat, der war in Georgien unterwegs mit irgendeiner Bildungsreise und hat dort sich gebildet und auch journalistisch irgendwie tätig geworden und hat dann eine georgische Punkband interviewt. Und das finde ich total krass, weil die da so mal eben, ich muss mal schauen, ob ich die Stelle finde. Du kannst gerne das die hier? Mit, ja, genau. Ah, nee, jetzt war ah ja, hier, da waren dann so Sätze drin wie, ja, wo ist es denn? Such noch, ich wollte mal kurz den Grillmaster Flash zeigen, weil er halt einfach auch einen und hier diese Wodka Vitrium und da taucht dann so im Interview mal eben so ein Satz auf, der mir so die Adern im Blut gefrieren lässt. Nein, andersrum, das Blut in den Adern gefrieren lässt. Habt ihr noch Kontakte nach Abchasien? Also ihr kommt nicht aus Georgien, sondern auch noch aus so einer dieser komischen kleinen Kaukasus-Mini-Republiken. Mal auf so eine Karte gucken, finde ich so, Karten sind eh geil. Und dann guckst du auf die Karten und denkst dir so, what the fuck, da gibt es so Länder, wo du denkst so, die Namen, die hat jemand sich so für, nicht Travel, wie heißt das denn, das Scrabble, sich ausgedacht, damit man da irgendwie absurde Punkte einheimsen kann. Das ist auf jeden Fall Abchasien. Blablabla, alle Georgier mussten damals Abchasien verlassen, es war ein ethnischer Konflikt und ein Genozid. Du musstest gehen oder du wurdest getötet. So. Mal so eben, naja, klar, musstest gehen oder wurdest getötet. Ja, so normal, so Genozid. Also, what the fuck? Also, finde ich krass. Scary. Ja. Das kommt dann so in einem Interview mit der Band und danach gleich wieder über Musik. Huh. Also, puh. Gibt schon, das merkt man halt wieder, dass es halt so Regionen auf der Welt gibt, wo es halt nicht so super ist, so generell. Ja, sehen wir nur zu, dass es hier nicht auch dahin geht. Du sprichst es aus. Ja. In diesem Sinne, fuck Nazi-Scam. Genau. Ja. Und ja, lest das Ochs doch einfach. Weil ich finde, gutes Heft, oder? Wie immer. Kann man machen. So. Und immer wieder neu. Ja, doch. Ne? Von daher. Ja. Abonniert vor allem. Ne? Macht's einfacher. Es ist gerade auch absolut beschissenes Wetter draußen. Mhm. Ihr müsst nicht mal vor die Tür. Ja, ja. Und wenn man richtig schön grelles Licht macht, dann kann man auch total hervorragend lesen. Also Ochs, wir sollten Ochsbande mit irgendwie so einem speziellen Tageslicht leuchten vielleicht. Das wäre doch was. Ja, und Lupen. Lupen. Es ist immer noch die kleine Schrift. Ich habe übrigens gehört, es gibt Times New Roman, ne, die Schrift. Es gibt jetzt Times Newer Roman. Aha. Das ist für Studenten super, weil sie ein bisschen breiter ist. Und Studenten sind dann eben schneller auf ihren 15 Seiten Hausarbeit. Fürs Oxbill werden dann jetzt auf 378 Seiten denk wahrscheinlich. Für uns gibt es hier vielleicht noch die Times New Roman Slim irgendwie, dass wir da noch mehr Zeichen rein. Times N Roman so. Ich mache jetzt mal aus, oder? Ja. Ich hatte eigentlich da vorne eine Uhr hingestellt, damit wir nicht so lang machen. Aber wir haben nicht drauf geguckt, oder? Nee, na gut, machen wir aus. Trotzdem viel Spaß gehabt zu haben. Bis dann.